Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X-2. Wir sind momentan im Hauptquartier der Jungen Liga. Hier, das hatte ich ja das letzte Mal versucht zu machen, mit den Jungs zu reden. Na? Ha, nimm! Genau, den hatte ich ja schon. Mann, ist das Ding schwer. Warte. Oh, dann halt nicht. Die Liga hat viele Feinde, deswegen sind strenge Überwachungen notwendig. Die Bürgerwehr hat sich beim Einbruch der stillen Zeit aufgelöst, deswegen bin ich jetzt in der Liga. Na? Im Hauptsitz findet eine Besprechung statt. Bitte geht wieder. Was? Ich bin seine Assistentin. Wessen Assistentin? Ach so, von dem hier. Wir reisen durch ganz Spira und warten die Machina, die die anderen übergelassen haben. Verstehe. Hier vorne haben wir auch Lucille. It's been too long, Lady Yuna. I am Lucille, Commander of the Youth League Forces. It's good to see you. Hiya! I am glad to find you well. As you can see, I have joined the Youth League to aid in the fight for a new Spira. I consider it my duty. Maven Nuge, our leader, has been hoping for an audience with my lady for some time. Unfortunately, he is planning a mission of great import and will be occupied well into the night. I am terribly sorry, but I must ask that you return another day. Oh, it's no trouble. My apologies. The Youth League's looking for spheres too, right? Yes, knowledge of the past is the key to the future, so says the Maven. It is with these words in mind that we seek the spheres of yore. The mission we are planning also revolves around a sphere, but... I am sorry. I had best say no more. It is not a matter to be discussed openly. No, I suppose not. My apologies. Tja, wir reden nochmal mit ihr. There sure do seem to be a lot of weirdos around here. The Youth League is a motley bunch. Some members certainly have, questionable pasts. Just the other day, a very valuable sphere was stolen almost as soon as we discovered it. The Thief League? No. No, few here would go that far. Most of us are very devoted. We work hard with Maven Nuge towards our goal of building a new Spira. But the Maven insists that none be turned away, and so the occasional bad seed does slip through. Unfortunately. But I can think of nothing more heartening than were the Lady Yuna to join our cause. That would do the League much good. Ah, verstehe. I'm very sorry. Gut, hier kommen wir jetzt leider nicht weiter. I'm very sorry. Ja, und die sagen jetzt auch nichts Besonderes. Ach, hier ist Mei Chen. Wo kommt der denn her? Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Mei Chen? Achso, ich muss ja Kreis. Why, Lady Yuna, I believe it's been fully 2 years. This calls for a celebration. Perhaps you'd like to hear a story. Ja, klar. These past 2 years have been truly tumultuous. With sin defeated and the Evans' terrible deception exposed for all to see, it is safe to say Spira was in a state of upheaval. But it is precisely times such as these that often inspire the greatest good. For you see, out of the chaos arose a desire to forge Spira anew. And from this noble desire was born a search for truth, championed by people called the Seekers. The Seekers sought out and attempted to set right Spira's history, long concealed and warped by the temples. They looked for lessons in that history, lessons to lead Spira into a new age. The Seekers scoured Spira for ancient spheres hidden in nooks and crannies over the ages. They studied the images recorded in those spheres, for they hoped to find within clues to the true nature of Spira's past. Over time, the search for spheres grew quite popular. Some even pursued it as a profession. They, of course, are the sphere hunters, the good, the bad, and the ugly. To be sure,
The majority are interested only in the excitement and adventure of it all. But it is doubtful they comprehend the gravity of the search for truth. Very doubtful. Doubtful? Doubtful indeed. Where was I? The founder of the Seekers was a man by the name of Tremor. Before the fall of sin, Tremor had been a priest in the Orders of the Yevon. With the Seekers, he had the perfect means of revitalizing Spira, or so one would have thought. But then, just one short year ago, Tremor founded yet another organization, the New Yevon Party. It was all quite sudden. He took the many spheres collected by the Seekers and hoarded them all to himself. Naturally, this angered those who had hoped to use the spheres as a key to unlock Spira's past. What awoke in Tremor's heart that drove him to do this, none can say, save Tremor himself. I should very much like to ask him. But sadly, he has vanished. New Yevon would not release its spheres, yet surprisingly, a great number of people rallied to its cause. Their motto was, one thing at a time. It worked to great effect. It played on people's fears of the rapid changes sweeping over Spira. It gave them something to cling to. But there were others who still harbored ill will toward the name of Yevon. And the man who united them? It was none other than Nuge, the Maven, that is, leader of the Youth League. Nuge was a member of the Crusaders. He is a powerful man, once renowned for his fearlessness in battle. His interest in history led him to devote himself to the Seekers' cause. With them, he worked to collect spheres, but in the end, New Yevon would share them with no one. Repulsed by what New Yevon had done, Nuge gathered like-minded people and formed the Youth League. Drawing its support mainly from Spira's younger generation, the League soon matched New Yevon in size. As the organization grew, so did the responsibilities of its leader. I came here hoping to speak with Maven Nuge, but he is busy in meetings, and I was turned away at the door. Pity. Looking at all the young people gathered here to take part in the League's endeavors, I must say, I'm quite envious. So much energy, so much time. While I, on the other hand, have grown weary with the passing of many years. I travel Spira, gathering knowledge, only to have it slip my mind a moment later. Just between you and me, I don't even remember how old I am. Oh, might I ask you one small favor? What is it? I'd like to shake your hand, if it's not too much trouble. To touch just once the hand that defeated sin and saved all Spira. Meine Güte, kann der reden, aber man darf ihn leider nicht unterbrechen. So, wir sagen natürlich ja, natürlich. Thank you. Now this old scholar can go in peace. Don't say that. Your hand. Is something wrong? No, no, it is nothing. Lady Yuna, you have my thanks. So, das wäre das gewesen. Sagt er denn noch was? You'd like to hear a story. Nee, wir haben ja schon. Gut, dann können wir jetzt hier leider nicht mehr machen. Wir gehen mal wieder zurück. Wo sind wir denn überhaupt? Hier können wir nochmal speichern.
Gut, 12% haben wir schon. Wow. So. Ja, wir müssen nochmal mit Klesko reden. Deswegen, ups, müssen wir nochmal ein Stückchen zurück. Ich glaube, die junge Liga kommt später erst. Oh, ich laufe immer falsch, oder? Ich denke mal, nee, nicht zum Grünen gehen, aber wir müssen zum Grünen. So. Ja, und dann sind wir doch schon fast fertig hier im Funguspass. Und danach werden wir, wie gesagt, mal mit der Monsterjagd anfangen. Bla 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 bla, das hatten wir ja schon, das hatten wir auch schon. Okay, dann kämpfen wir uns mal wieder nach, also zum Eingang zurück. Ich werde jetzt die Kämpfe auch schneiden, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. So. Ja, ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung. Ich dachte, man konnte jetzt schon wählen. Sehr schön. So, dann geht's direkt weiter. Ja, wie gesagt, ich hatte direkt eigentlich im Kopf, dass wir jetzt schon wählen konnten, ob Junge Liga oder New Yevon. Ich will mal gerade nebenbei gucken, was für Abilities Pain gerade, Riku gerade lernt. So, sie macht gerade Eisreihe. Ja, das ist perfekt, das passt. Okay. Ja, ich hätte gern den White Mage, weil momentan bin ich ja... Also Weiß mag ja. Momentan bin ich ja nur über Potions am Heilen. So, okay. Oh, hier kommen so ultra viele Kämpfe. Ja, ja, wenn man vom Teufel spricht, ne, dann kommt plötzlich der Gegner. Ich will doch nur zu Klesko zurück. Dann können wir nämlich auch aufs Flugschiff wieder... Ah, ich habe aber gerade gemerkt, ab diesem Punkt hier sind die Gegner leichter. Die haben ein bisschen weniger HP und sterben schneller. Oh, ich musste jetzt gerade Riku mal auf Magier machen, auf Krieger machen, weil sie keine MP mehr hat. Naja, okay. Goodie. Oh, hier muss ich lang. Ja, da denkt man mal, okay, jetzt redest du nicht so viel, da wird man gar nicht mehr unterbrochen. Ist klar. Ja, ja. Aber gleich geht's zurück aufs Flugschiff. Da können wir wieder ein paar andere Sachen machen. Also ich könnte gerade dringend einen Speicherpunkt brauchen. Aber ja, sind ja gleich da. Gott sei Dank. Obwohl, ne, ein bisschen Weg haben wir jetzt noch. So. Da ist er doch. Oder? Nee, ich habe falsch geguckt. Wo ist Klesko? Bla bla bla. Bla 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 bla. Wo ist Klesko? Ich dachte. Naja, muss ich später mal gucken. So, ich werde jetzt an der Stelle erstmal wieder aufs Flugschiff gehen. Das ist ganz wichtig. Komm, 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 komm. So, zum Flugschiff. Ich muss gleich mal gucken, wo ich Klesko habe. Weiß gar nicht, wo der ist. Oder hatte ich den schon mal hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gucken mal gerade. Der müsste ja dann irgendwo hier oben sein, in den Quartieren. Oder unten eher gesagt. Ansonsten muss ich tatsächlich den blöden Funguspass nochmal lang. Oh, das ist gar nicht gut, glaube ich. Gar nicht gut. Ja, sieht so aus, als ob ich nochmal den Funguspass lang muss. Naja, so ist das halt. Spring. Mein Gott. So schwerfällig. Ja, Goodie. Dann schauen wir uns jetzt mal bei Shinra den Spheroiden an. Wir hatten ja einen Spheroiden gefunden, der in dieser einen Höhle liegen gelassen wurde. Dieser Purpur-Spheroid. Und den können wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Ich werde dann, denke ich, offscreen
Obwohl, ich gucke erstmal, wo er überhaupt steckt. I know. So, Kreaturenkreation. Nee, das jetzt erstmal nicht, sondern Supersphärosammlung. Damendoch, Purpur Report 1. Aufnahmedatum sowie Details sind unbekannt. Spheroid anschauend? Ja. What a mess! Let's see. Total survivors of the final Crimson Squad selection. Exercise, zero, zilch, and zippo. Job done. You pinhead, did you even count? Das waren Ormi und Logos, so wie das sich angehört hat. Nee, das haben wir ja schon geguckt. Was haben die denn damit zu tun? Komisch. So, dann gehe ich nochmal... Obwohl, nee, Moment, wir machen mal was anderes. Jetzt muss ich mal schauen, wie das genau geht. Und zwar... Sekunde. Nein. Wie war das mit der Monsterjagd? Ach nee. Can you guess where this is? It's Killica Port. The Youth League helped rebuild it. Now it's a bustling town. At the time, everyone was grateful, but lately, well, there have been signs of trouble. It seems that tension is building between the Youth League and New Yevon. Oh, das wollte ich gar nicht. Geh nochmal schnell zurück zum Flugschiff. Killica kommt später, das machen wir noch. So, jetzt glaube ich, war das doch, wenn ich hier reingehe. Einfangen. Fallen stellen, genau. Wie war das? Ich muss mal ganz kurz meine Liste holen. So, und zwar werden wir erstmal in Bisage. Oder nein, nicht in Bisage. Wir holen uns was anderes. Das hat mein Freund gemeint, das wäre für den Anfang super gut. Und zwar ist das... Ich gucke gerade. Wo haben wir? Mein Ziel ist zuerst, Tomberi zu holen. Tomberi ist beispielsweise im Funkuspass. Ja, Funkuspass ist eigentlich am besten momentan. So. Und das ist eine Monsterkapsel S. So, und jetzt gucken wir mal RB. Was wir jetzt hier Schönes finden. Gar nichts. Habe ich jetzt gar nichts gefunden, oder was? Oh. Ah, nee, da ist er doch. Ja, Tomberi. Den werden wir den Möwenpack hinzufügen. Sehr gut. Name lasse ich erstmal so. Perfekt. Und dann wollte ich noch... Jetzt gucke ich nochmal weiter. Bin mir gerade nicht sicher, wo der ist. Aber dann werde ich erstmal ein Bisage. Ach so, ja. Ich muss erst eine Monsterkapsel einsetzen. So, Monsterkapselwahl. Falle stellen. S in Bisage. So, und jetzt fangen wir das Ganze mal. Und wir haben ein Salad bekommen. So, den lassen wir natürlich auch so. Was haben wir jetzt noch? Wir können mal gerade gucken. Erfolgreich eingefangen, ja. Weiß ich Bescheid. Monsterkapselwahl. Und jetzt machen wir in Gagazett die L-Kapsel. Ich weiß, ich könnte mehrere gleichzeitig einsetzen, aber ich möchte es lieber Stück für Stück erstmal machen. Was haben wir jetzt? Wir haben eine Boris-Spinne. Die werden wir auch hinzufügen. So. Und dann mal gucken. Mit M können wir... Oh ja,
Das werden wir mal machen. In Kilika können wir noch was bekommen. Da können wir dann M reinsetzen. Ja, wie wann? Ah, da. Monsterkapselwahl. Kilika. Und da machen wir M hin. Wir haben scheinbar was gefangen. Und zwar Protochimäre. Die nehmen wir jetzt mal mit. So, ich werde jetzt offscreen ein bisschen mit denen trainieren. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich werde euch erstmal nicht mit in der Liga dabei haben, weil das für den Anfang teilweise sehr... Ach, hier muss ich hin. Sehr, sehr anstrengend ist, weil man vielleicht nicht immer unbedingt direkt das findet, was... also nicht den Kampf schafft, den man eigentlich wollte. Deswegen muss ich meine Viecher jetzt erstmal ein bisschen trainieren. Wir sehen uns dann auf jeden Fall... Boah, oder wie macht man das? Ach nee, wisst ihr was? Im nächsten Part gehen wir mal die Monster-Arena an. Und ja, ihr seht ja dann, wie es aussieht. Also bis dahin. Ciao.